Freunde, ich sag es direkt im Intro. Wir werden heute den Foodtruck-Weltrekord aufstellen. Koste es, was es wolle. Also ich werde mich hier heute so lange hinsetzen, bis ich das beste Foodtruck der Welt gebaut habe. Und ihr seid mit dabei. Das Video wird nur online kommen, wenn ich es gepackt habe. Für diese Aktion will ich heute mindestens 7000 Likes sehen, Freunde. Pusht euch, jeder muss ein Like droppen. Und abonniert meinen Kanal kostenlos. Über 60% meiner Zuschauer sind einfach keine Abonnenten und das macht mich traurig. Boah, was habe ich hier gerade im Intro gesagt? Aber es wird durchgezogen. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Let's go. Es geht wieder los, Freunde. Wir starten wieder rein in die Foodtruck Challenges. Und ich sehe hier wunderbare Formationen. Wunderbare Formationen. Wir gehen rein mit der Dreierkette. Dreierketten liebe ich und wir brauchen einen guten Kapitän und wir kriegen El Gaucho, Ronaldinho. So. Ich wollte schon so irgendwie machen. Auf einmal habe ich erst dann meine Finger hinbekommen, wie sie sein sollten. Und wir suchen direkt danach unseren Stürmer, um EA direkt zu überraschen. Und kriegen Greats of the Game R9, Freunde. Ronaldinho, Greats of the Game R9. Was ist das für ein Start? EA und ich sind wieder so. Und heute bauen wir die besten Drafts auf diesem Planeten. Johan Cruyff leider nicht als 98er Variante. Das wäre traumhaft gewesen. Aber dafür als 95er Variante. Und wir machen weiter direkt mit 97 Rated Team of the Year Messi. 4 Spieler, 4 Banger. Und jetzt machen wir weiter so. Genau so weitermachen. Ey, was war das für ein Start, Freunde? Ich bitte euch. Im Mittelfeld geht's weiter mit 93 Rated Vieira. Leider nicht der 97er, aber der 93er ist auch schmackhaft. Bro, ich bin sehr zufrieden mit dem Draft bisher. Wenn es genauso weitergehen würde, wäre ich sehr dankbar. Und wir kriegen sogar noch 96 Rated Zinedine Zidane dazu. Hä? Was passiert hier? Was habe ich verpasst? Wurden die Drafts wieder besser? Oder liegt es einfach an mir, dass ich gerade den Controller so schön drücken kann? Guck mal jetzt hier, zack, auf die X-Taste. Und wir kriegen 94 Rated Carvalho. Wir drücken wieder auf die X-Taste und kriegen, oh, 94 Rated Tar. Und das, obwohl die Animation gar nicht geil war. Und zu guter Letzt in der Innenverteidigung kriegen wir 97 Rated Eder Militao, Junge. Bruder, wenn wir gleich von der Bank noch eine 99er Karte wie Frimpong oder so bekommen sollten, ne, dann sind wir durch. Dann sind wir durch. Wir kriegen sogar Quad-Farfutis. Ey, wir haben eine 95er Bewertung nach der Startelf und brauchen nur 2 Chemiepunkte. Ein Punkt auf Tar, ein Punkt auf Messi. Kriegen wir zusammen. Beispielsweise mit Sokratis, der nochmal 2 Rated Punkte hat als Johan Cruyff. Oder aber auch Tuameni, den wir in die Innenverteidigung für Tar tun könnten, mit einem 96er Rating. Aber wir gehen mit maximales Rating. Wir wollen ja Rekorde aufstellen, deswegen machen wir es so. Und obwohl, der kann ja auch Mittelsturm. Ich kann ihn einfach auf der rechten Seite lassen. Bro, wie geil sieht dieses Draft aus? Mach weiter, Bro. Ich nehme Khulled jetzt mal nicht mit, weil wir noch die Grades of the Game Karte von Khulled bekommen können. Lizarazu. Wir brauchen ganz dringend noch einen rechten Mittelfeldspieler, damit wir hier auf ein 96er Rating. Hä? Ach, das war Bompastor, nicht Lizarazu. Junge, die sehen ja genau gleich aus. Junge, ich dachte, das Lizarazu. Ich denke so, wieso kommt der zweimal hintereinander? Wie random war das denn gerade? Ich habe mich ja full verguckt. Roberto Firmino hat auch noch eine 94er Karte, deswegen Kubo mitnehmen. Ich brauche einen rechten Mittelfeldspieler. Nimm ich Salah mit oder hoffe ich, dass noch ein anderer rechter Mittelfeldspieler kommt und ich gehe mit Cancelo und wir gehen mit Rating. Ich hoffe, dass noch ein besserer Mittelfeldspieler kommt und zwar Salah 99. Wär's doch. Boah, Di Maria nehme ich auch nicht mit. Kann irgendjemand rechtes Mittelfeld von meinen Spielern? Leider nicht. Alter, wir müssen jetzt echt noch ein bisschen Luck haben. Okay, den Bruder nehme ich schon mal mit. Dann haben wir 90er. Da droppen wir von Rating. Aber wir haben ja noch Johan Cruyff und so auf der Bank, den wir noch reintun können. Zack. Weiter geht's. Gib mir einen rechten Mittelfeldspieler, der besser ist, Bro. Der besser ist, Bro. Da kriegen wir auf jeden Fall mehr Chemie raus. Aber der ist nicht besser als Bailey. So, so, so. Aber das Draft gefällt mir trotzdem sehr krass, Bro. Wenn wir jetzt noch 99er Van Dijk oder so bekommen, könnte es sogar so schon reichen, um eine 96er Bewertung dahin zu stellen. Wir kriegen Mele. Das ist ganz und gar nicht gut. Und zu guter Letzt im Tor, Freunde. Im Tor, Freunde. Im Tor, Freunde. Ganz und gar nicht gut. Bro, das hat so geil angefangen, ne? Mit Messi, R9, mit Zidane, Ronaldinho und. Und am Ende des Tages haben wir hier leider nur eine 95er Bewertung mit maximaler Chemie. Wie schon so häufig davor. Wir gucken uns trotzdem die Übersicht an. Messi können wir sogar wieder reintun, weil wir einen Argentiner bekommen haben. Wir haben R9, wir haben Sokratis, wir haben Militao, aber nur eine 128. Und genau deswegen machen wir weiter. Es muss weitergehen. Und da sind auch schon die nächsten Formationen am Start. Und ich habe wieder die 3-4-2-1 bekommen, aber auch die 4-Triple
2, aber die Dreierkette, die liebe ich doch. Und wir gehen rein mit Hakim Ziyech. Wir suchen diesmal erstmal einen Mittelstürmer, kriegen nichts Gutes. Danach geht's in Sturm, kriegen einen 94er Prinz und dann 95er Cruyff. Okay, es geht klar, aber das geht natürlich besser, das wissen wir alle. 95 Rated Hemp ist super. Im ZM, Bentancourt mit einer 97 ist bis jetzt unser bester Spieler und daneben steht, Marcel Hartel. Okay, bis jetzt keine 98 oder 99er Karte. Vielleicht jetzt hier bei den IVs, Desailly mit einer 95er Bewertung, Thales Puyol mit einer 94er Bewertung und zu guter Letzt in der Innenverteidigung Van Dijk geskippt. Mit einer 99er Bewertung. Ich hab's angesagt. Jetzt hier in der Innenverteidigung vielleicht. Und damit haben wir unseren ersten 99er Spieler. Und das ist big. Das ist sehr, sehr big. Ich brauche aber direkt einen neuen Torhüter. Und wir kriegen direkt einen neuen Torhüter mit einer 97er Bewertung. Plus 20 macht das. Van Dijk in die Mitte. Denn das ist die goldene Mitte, die wir hier bekommen haben. Es geht weiter. Mit einer 99er Karte ist alles möglich, Freunde. Mit einer 99er Karte in der Startelf ist alles möglich. Ronaldinho. Können wir die reintun? Ja, können wir. Deswegen zack und zack. 32 Chemie ist erreicht. Wir brauchen noch mehr Rating im Mittelfeld und im Sturm. Im Mittelfeld und im Sturm und wir kriegen 97 Rated Pelé, der auf jeden Fall die Stürmerposition übernimmt. Und damit haben wir die 95er Bewertung auf easy drin. Jetzt ist die Frage, kriegen wir noch einen neuen ZM? Kriegen wir noch einen neuen LM? Ein ZM haben wir schon mal und zwar Rijkaard. Der kann aber auch IV. Brauchen wir aber gar nicht in der Innenverteidigung. Deswegen ab ins ZM mit dir und Hartel nach vorne. Wir schauen mal. Wir schauen mal. Wir sind noch nicht auf einer 96er Bewertung, obwohl die Startelf köstlich schmöchtlich aussieht. Köstlich schmöchtlich sieht sie aus. Oh mein Gott. Frimpong für die RM-Position. Dann kriegen wir hier Ronaldinho rausgeballert, indem wir nämlich Hemp wieder nach links tun. Und dann den Bruder nach rechts tun. Ronaldinho nach vorne sortieren. Und da ist die 96er Bewertung, Freunde. Und wie sie da ist. Wie eine 1. Aber wir haben auch geisteskranke Spieler. 3 97er Karten. Eine 99er Karte. Ich sehe gerade sogar 4 97er Karten mit Schmeichel. Und wir haben noch die ganze Auswechselbank vor uns, wo noch was richtig Krasses um die Ecke kommen kann. Man braucht aber ein bisschen Glück. 99 Rated Van Dijk. Wann habe ich den zuletzt gesehen, Freunde? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß es gar nicht. Ich weiß es gar nicht. Aber wir kriegen gerade nichts Gutes auf der Auswechselbank. Nur 91er, 93er Karten. In dem Fall mal eine 95er Karte. Und zu guter Letzt noch eine 93er Karte. Und damit haben wir erneut ein 128er gebaut. Auch wenn wir eine 99er Karte drin haben. Es ist so traurig. Wie schwer ist es, ein 129er oder sogar 130er zu bauen? Ich check's nicht. Ey, wir machen weiter. Wir brauchen 2 99er Karten. Das muss das Ziel sein. 2 in einem Draft. Eieiei, Freunde. Oh no, heute wird es eine Dreierketten-Episode, oder was? Nur Dreierketten kommen hier um die Ecke und wir starten rein mit Dynasty Zidane. Willkommen, Bro. Er hat irgendwie 2,95 Rated Karten, ne? Voll komisch, aber trotzdem geil. Ich will nicht meckern. 95er ZM, mua. Danach kriegen wir auch eine weitere 95er Karte und das auf der Stürmerposition. Wenn wir jetzt 98 Cruyff bekommen, wäre krass. 95 Cruyff. 3 95er Karten, was soll das hier? 95er Drafts hatte ich genug, EA. Lass das. Hört auf. Lass es. Kannst du es bitte lassen? Ey. Das erinnert mich immer an Antoine, Alter. Das ist so geil. Lass es. An Percy. Percy ist das, ne? Nicht Antoine. Geil. Ruben Dias 97. Woher, Bro? Woher, Bro? Die erste 97er Karte und daraufhin direkt eine 96er Karte. Jetzt fängt's an. Es läuft. Carrasco. Wo spielt der jetzt eigentlich? Krass, gar nicht mitbekommen. Der ist einfach untergetaucht, ne? Boah, einfach ein Schmeichel geskippt. Ich bin mal gespannt, was die Bank jetzt noch so droppt. Vielleicht? Ja, warum nicht? Gut so. Kann der LM? Ja. Bruder, einfach 97 und 97 auf der Bank gerade bekommen. Zwei miteinander 97. Da mecker ich nicht. Da mecker ich nicht rum. Kann gerne so weitergehen. Ja, 96 und wir brauchten noch ein ZM. Kann gerne so weitergehen, Bro. Was droppt hier gerade die Bank die ganze Zeit? Hilfe. Ich glaube, wir sind jetzt schon auf einer 95er Bewertung, oder? Nee, noch nicht. Weil wir noch einen 81er und einen 79er drin haben. Aber so wie die Bank gerade Spieler schmeißt, nicht mehr lange. So, die 95er Bewertung steht dran. Und das, obwohl wir noch eine 79er Karte drin haben. Ribéry. Zack. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, jetzt ist die Frage. Gehe ich mit Ramirez oder gehe ich auf sicher mit Akanji? Aber ich könnte auch mit Frimpong gehen und habe noch einen 97er. Kann Juli irgendwas? Nee. Was mache ich mit Frimpong? Dann könnte ich noch die 9 und... Ey, ich kann nicht mit Akanji gehen. Ich muss mit Frimpong gehen. Da verbessern wir uns um 1. Ja, ich mache das. Ich mache das, Freunde. Ich mache den Switch. Ich hoffe, das war die richtige Wahl. Ich hoffe, wir kriegen noch einen geileren Info... Was redest du? Was redest du? Was redest du?
So, jetzt muss ich überlegen, wie ich es mache. Zidane fliegt raus. Grimaldo geht ins ZM. Ronaldinho kommt auf die LM-Position. Und damit brauchen wir jetzt ganz, ganz dringend IV und dann haben wir, glaube ich, Weltrekord. Kann nicht irgendjemand IV? Wieso kann Grimaldo nicht? Wieso kann Adams nicht? Wieso kann Frimpong nicht? Oh, was mache ich jetzt? Was zur Hölle passiert hier gerade? Wir brauchen unbedingt einen IV und der wird auch wieder gut. Ach du meine Güte. Bro. Warte, lass mich kurz überlegen. Ich kann nicht überlegen. Ich brauche einfach nur einen Innenverteidiger. Oh mein Gott, Bro. Upamecwire ist zwar besser als nicht. Damit haben wir auch Full Chemie. Aber nein. Das reicht nicht, um auf 96 zu kommen. Es fehlt ein Innenverteidiger. Gib mir 99 Rated Van Dijk und wir sind durch. Und nein, wir kriegen keinen 99 Rated Van Dijk. Und damit sind wir der ewige Loser, der wieder und wieder und wieder ein 95er Rating dran stehen hat. Ich bitte euch, was soll ich großartig dazu sagen? Das nächste 128er und was für eins. Ich kann das doch alles nicht mehr. Guckt euch das mal an. Und wir machen trotzdem weiter, weil wir belieben. Wir glauben dran, dass wir es schaffen können. Und wir werden es schaffen. Freunde, es macht Spaß. Vor allem, wenn man die 3-4-1-2 Formation hat. Die Dreierketten sind es heute. Let's go. Wir starten rein mit Rivaldo und holen uns direkt auf der ZM-Position einen Macher. Und zwar 97 Rated Pelé Ultimate Birthday. Wow, es fängt gut an. Auf der rechten Stürmerposition haben wir Gott sei Dank noch Thierry Henry mit einer 94er Bewertung. Bis jetzt 3 Spieler, 3 Icons und es geht weiter mit einer Team of the Year Karte von Sam Kerr. Ich weiß, chemietechnisch ist es nicht einfach, aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Oder wir holen uns dann noch einen besseren Stürmer mit einer 97 oder 98er Bewertung. Ich weiß nicht, ob ich Lothar Matthäus mitnehmen soll. Wir kriegen bestimmt noch eine andere Icon. Lothar hat noch eine 96er Karte. Egal, ich nehme ihn trotzdem mit. Er ist der Beste hier auf der Seite. Und jetzt, oh mein Gott! Ich wollte schon immer 2 99er Karten im Draft haben, aber nicht 2 auf einmal. Nein, mein Traum platzt hier gerade. Bro, warum nicht links ZM Putejas und rechts ZM Petri? Wen nehme ich jetzt überhaupt mit? Putejas oder Petri? Ich glaube, ich nehme Putejas mit. Oder nehme ich Petri mit? Ah, Putejas sieht geiler aus. Ich nehme Putejas mit, weil das eine Footies-Karte ist. Also, ich meine, das sieht geiler vom Aussehen aus. Das natürlich auch als Petri, aber von der egal, wir lassen das so stehen. Doku mit einer 97er Bewertung ist auch krass. Bro, bis jetzt kein einziger Scam dabei gewesen. Bis jetzt nur Macherspieler dabei gewesen. Und es kann genauso weitergehen. Und es kann gut und gerne genauso weitergehen. Das ist der Perfect Link zu Putejas. Nur mit einem 90er Rating. Das heißt, die fliegt wahrscheinlich sogar wieder raus. Jimenez auch aus der La Liga. Ist auch direkt auf Full Chemie. Und zu guter Letzt in der Innenverteidigung Company mit 89. Also Mappy, Leon und Company müssen nochmal ersetzt werden. Und ganz, ganz wichtig, dass wir noch einen anderen Torhüter bekommen. Weil so sehe ich das gar nicht. So sehe ich das absolut gar nicht, Digga. Ich nehme jetzt mal Samba mit und wir suchen direkt unseren Ersatzkeeper und der wird nicht gut. Das heißt, wir brauchen jetzt random auf der Bank irgendeinen Torwart. Wenn wir einen bekommen sollten, nehmen wir ihn mit. So, ich habe Jairzinho am Start. Den könnte ich theoretisch mitnehmen. Frimpong hat nämlich noch eine 97er und eine 99er Karte. Deswegen nehme ich den jetzt mal nicht. Vor allem, weil Frimpong eh nicht Innenverteidiger spielen kann und wir schon eine 97er RM-Karte haben. Das heißt, da haben wir nichts mit verkehrt gemacht. Bro, wir brauchen ganz dringend einen neuen Torwart. Gönn doch. Ich will hier nicht an so einem Non-Red-Torwart scheitern. Das wäre so belastend. Boah, Charles mit einer 94er Bewertung fürs Rating. Aber bis jetzt noch nichts für die Startelf bekommen. Campos, der Torwart ist gesichert. Und damit haben wir die 95er Bewertung erreicht. 99er Putea. Können wir noch eine zweite 99er Karte pullen? Wir haben schon 2 gesehen in dem Draft, aber konnten nur eine mitnehmen, weil die beiden auf einmal kamen. Garincha, kann der vielleicht LM? Nein, leider nicht. Zinedine Zidane fürs ZM und dann kann ich Lothar Matthäus hier in die Innenverteidigung packen. Da haben wir uns auch nochmal verbessert. Dann können wir Charles nach vorne sortieren und Lizarazu nach vorne sortieren und sind somit auf einer 95er Bewertung natürlich. Die Frage ist die, kommt 99er Van Dijk noch oder kommt er nicht? Wir werden es gleich sehen. Karte via 97. Warum kann der nicht LM? No way, Bro. Und jetzt noch Van Dijk. Grimaldo 97. Bro, was? Warte, Grimaldo kann LM. Das heißt, wir können das Ganze doch lieber so machen. Und haben damit ein geisteskrankes 128 Rated Footdraft gebaut. Was ist hier los? 99er Putejas. Boah.
97er Pelé, 97er Grimaldo und. Und wenn wir jetzt noch einen Chemiepunkt bekommen, auf wem? Wer hat nicht Full Chemie? Sam Kerr. Dann haben wir es. Und wir haben es. Und wir haben es. Ein richtig saftiges 128er Draft mit Kerr, Putellas und Grimaldo. Aber wir machen weiter. Drück mir die Daumen, dass wir eine gute Formation bekommen. 4-3-2-1. Damit habe ich schon so krasse Drafts gebaut. Und jetzt geht's mit Stoikov rein. Wir haben den ersten ZM, ist gar nicht mal so schlecht. Und suchen direkt unseren ersten Stürmer. Wir haben davon drei. Und der erste Stürmer sagt, hallo, Gerd Müller, willkommen im Team. Wie sieht's aus? Wen holst du dir ran, Gerd Müller? Wer soll noch in deinem Team spielen? Messi, Cantona oder auch Di Maria? Ich nehme Di Maria mit, weil Messi und Cantona haben viel zu krasse Karten, um die in dieser Version mitzunehmen. Okay, über die Stürmer brauchen wir nicht reden. Über die ZMs können wir auf jeden Fall reden, weil wir Modric haben, aber auch Vitinha haben. Wen kriegen wir einfach auf Chemie? Ich denke Modric. Wieso? Weil La Liga-Karten einfach krass sind. Die haben richtig krasse Ratings und davon gibt es richtig viele. Naschenweg oder aber auch Charles. Wen nehme ich mit? Wäre es einfacher auf Chemie zu bringen? Naschenweg hat jetzt schon zwei Chemie. Charles hat nur ein Chemie, deswegen Naschenweg. Bang. Okay, Sanchez. Das ist gut. Ich sehe ihn und er ist da. Willkommen im Team. 99 rated. Make your mark. Van Dijk. Bro, es war klar, nachdem wir so Stürmer bekommen haben, musste irgendwas in der Startelf noch passieren. Und Kastanje schließt die Abwehr ab. Dann haben wir noch Tschech im Tor. Und jetzt, Freunde, neuer ZM. Zwei neue Stürmer. Und das Ding kann krass werden. Cantona wird wieder nicht mitgenommen. Ich will den Footies haben. Ich will unbedingt den Footies haben. Okay, Aitana Bonmati wird auch nicht mitgenommen. Wir gehen mit Bruno. Bro, ich brauche aber auch ein bisschen Rating für die Bank. Wir haben 2,99 rated Karten in einem Draft. Und das ist Weltrekord. Und das ist Weltrekord. Und das ist das, was ich schon immer schaffen wollte. 2,99 rated Karten in einem Draft. Und ich habe es geschafft. Endlich, nach so vielen Versuchen, ist es passiert. Die 95er Bewertung steht dran, Freunde. Wir haben 99er Van Dijk und 99er Pedri und kriegen jetzt sogar noch die Stürmer, die ich verlangt habe. Cruyff 97. Bro, jetzt kann hier ganz, ganz viel passieren. Ihr wisst gar nicht, wie 2,99er Karten das Rating pushen. Das ist unglaublich. Und das ist Weltrekord. Ey, habt ihr schon mal irgendwo anders einen Draft gesehen mit 2,99er Karten? Ich glaube nicht. Oh mein Gott, Freunde. Zeigt mir die 96er Bewertung. Zeigt sie mir. Oh, und jetzt gibt's noch Mini. Schade, dass der nicht in die Startelf kann. Die 96er Bewertung steht dran. Natürlich steht sie dran. Wenn wir Van Dijk, Pedri, Cruyff und Vini haben. Bro, gönn. EA, gönn. Er gönnt Roberto Firmino. Roberto Firmino. Der kann sogar ZM, sehe ich gerade. Dann können wir uns doch anders verbessern, indem wir es so machen und so machen. 30 Chemie. Daran können wir arbeiten. Ja. Daran können wir arbeiten. Komm. Okay, der Mann kann auch in Sturm. Ich glaube, der gibt nochmal ein bisschen mehr Chemie, wenn wir das Ganze so machen. Nee, dann haben wir immer noch 30 Chemie. Schade. Pele 97 auch noch. Ey, Bro, wie können wir da gerade keine 96er Bewertung dran stehen haben? 99er Van Dijk, 99er Pedri, 97er Pele, 97er Cruyff und 96er Müller. Dann haben wir noch Modric und so weiter und so fort. Und es geht mit Rolfo 98 weiter. Das ist es, Freunde. Das ist es. Die 96 steht dran. Warte mal. Ich kann sogar, glaube ich, Full Chemie holen. Aber ich lasse es einfach erstmal so. Kann sie nicht sogar Rechtsverteidiger? Nee, egal. Wir lassen es so. Die 96 steht dran, Freunde. Die 96 steht dran. Und wir kriegen sogar noch einen besseren IV mit einer 95er Bewertung. Die 96 steht immer noch dran. Und jetzt kommt der letzte Spieler. Ladies and Gentlemen, bauen wir offiziell unser erstes 129er Draft mit dieser 11. Wir werden es genau jetzt herausfinden. Es ist eine gute Ansicht und es wird das erste 129 rated Draft werden, wenn wir Full Chemie bekommen. Wer ist nicht Full? Nur Luka Modric ist nicht Full. Habe ich noch einen anderen ZM, den ich einfügen kann? Wir gucken es nach. Ich hätte Stoichkov. Bleiben wir mit Stoichkov auf einer 96er Bewertung. Das entscheidet sich genau jetzt. Und wir haben es geschafft, Freunde. Mit 2,99er Karten. Pelé, Cruyff und so weiter und so fort.
Oh mein Gott, und ich habe sogar noch einen Kroaten. Das heißt, ich kann Modric sogar wieder in die Startelf stellen. Freunde, lasst ein Like da. Lasst ein Abo da. Und als nächstes packen wir die 130 Rated Foot Draft Challenge. Digga, guckt euch diese Übersicht an. Wir gucken uns nochmal ganz entspannt diese Elf an, die es gemacht hat. Was ist los? Bro, das ist zu krass. Ich will hier 5000 Likes sehen, Freunde. Modric kommt wieder in die Startelf. Ey, ich hätte noch so gerne Vinicius Junior oder so eingebaut, ne? Aber das geht nicht. Aber das ist eine Traum Footdraft Übersicht. Wie gesagt, Freunde, abonnieren nicht vergessen. Dankeschön fürs Zugucken. Es kommen weitere Footdraft Challenges. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Peace.